Die Jawline-Behandlung ist nicht nur ein Thema für junge Patientinnen, sondern auch für Patienten, die im höheren Alter sind. Und zwar hängt das damit zusammen, dass früher war das zum Beispiel so, man kann es hier in der Statistik schön sehen, dass ab 45 die meisten Schönheitsoperationen begonnen haben. Sicherlich auch mit Facelifting dazu. Jetzt versuchen wir die Behandlung ohne OP durchzuführen. Das heißt, durch die Jawline-Behandlung erreichen wir natürlich auch eine Straffung der Haut, auch wenn die Patientin hier Aspirin einnimmt, das heißt, das dürfte man normalerweise nicht, aber sie kann es leider nicht absetzen aufgrund anderer medizinischer Notwendigkeiten. Dementsprechend kann es zu leichten Blutungen kommen, aber man sieht hier schön die Straffung der Unterlinie, Unterkiefer und damit auch Straffung der Haut.